So, hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 14. Heute geht's gegen Augsburg. Im letzten Part war es ja saumäßig spannend, bis zur 87. Minute, als Antunes ein wunderschönes Tor geschossen hat. Die sind 16. und wir sind Dritter. Das heißt, wir sollten Tore schießen. Heute darf aber auch mal wieder Grab ran. So, dann darf LPN für Czernik spielen. Flashy geht raus, dafür kommt Burndy rein. Hurricane, dafür Sandro rein. Phil für Manu. Joel für Davino. Und Steiner dafür Eichhorn ran. Und dann passt es. Spielrollen werden geändert. Kapitän ist Borchardt. Und ab geht's, würde ich sagen. Wir spielen heim, die spielen auswärts. Weltklasse 10 Minuten heiter. Silber Level. Das war irgendwie nicht so gekonnt. Oh, doch! Sehr schön. Tor, Tor. Ach, Mist. Egal. Ach ja, ich muss euch leider was sagen. Wirklich leider. Der aufmerksame Abonnent, der mir auch auf meiner Facebook-Seite folgt. Oh, hab ich auch noch den Satz halbwegs geredet. Der hat schon gemerkt, ich habe jetzt mittlerweile ja eine PS4. Ich habe mittlerweile auch FIFA 14 für die PS4. Ich hatte auch gesagt, wir spielen auf der PS4 FIFA 14 in der nächsten Saison weiter. Muss ich euch leider enttäuschen, werden wir nicht machen. Wir wissen ja alle, EA sind geldgeile Säcke. Und was machen geldgeile Säcke gerne? Sie streichen Features aus Spielen. Ohne Grund. Ja, auch so hat EA gemacht bei FIFA. Und zwar haben die den Turniermodus sowie das Creation Center einfach rausgestrichen. Haben sie sich gedacht, ey, nö, kein Bock, lassen wir. Heißt, wir können es leider nicht auf der 14er spielen, auf der FIFA, auf der 4er spielen. Es tut mir wirklich leid. Ich hätte es gerne gespielt, muss ich sagen. Also ich hätte da wirklich verdammt viel Bock drauf, weil das macht Hammer Bock. Also das ist um einiges geiler noch als hier am PC. Schau dann die ganze Grafik, die ganzen Animationen und was weiß ich nicht alles. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, aber ich kann wirklich nichts dafür. Wenn es nach mir gehen würde, würden wir das da wirklich spielen. Ich werde vielleicht mal so ein Let's Flash dazu machen, dass wir da mal ein, zwei Spiele machen. Dass ihr auch das mal seht, was jetzt da so neu ist, was jetzt halt anders ist. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, dass sie das eventuell noch nachreichen werden. Weil das wäre halt wirklich schade, wenn wir das jetzt echt nicht machen könnten, ne? Oh, schade. Dax ist da nicht ganz hingekommen. Aber wie gesagt, es ist wirklich was komplett anderes als hier am PC. Also schon allein die Grafik und das Verhalten der Männer. Ups. Okay. Oh, Latte! Nein! Mist. Schön. Ach, ich muss euch noch was zeigen nachher. Ah, super. Jetzt gibt's erstmal wieder Gelb, habe ich so das Gefühl. Dax der Gelb, ja. Wir wissen's, du bist ein alter Raudi. Jeder Raudi fährt einen Audi. Aber Grab hält sicher. Schön. Was haltet ihr dann davon, wenn ich wirklich einfach mal nur zeige, wie FIFA ist auf der Vierer? Dass ihr euch das mal ein wenig vorstellen könnt. Auch gerne in Spiel eurer Wahl. Sei es jetzt, was weiß ich, Dortmund gegen Bayern oder Real gegen Barca.
Schön. Ach, Mist. Boah. Hast du noch? Schade. Da habe ich einmal zu oft Dreieck gedrückt. Ein X-Pass hätte es eventuell auch getan. Czernik, was machst du auf der Seite? Oh, Scheiße. Mist, das war eine echt super Chance. What was now? Abseits. Aha. Okay. Manninger mit dem Abstoß. Aber Joel Kopfballsieger. Also wir sind schon wieder extrem dominant. Aber trotzdem machen wir da zu viele Fehlpässe im Spielaufbau. Sag mal, gibst du den Ball her? Noch Bernd. Nein, nein. So kann man es natürlich auch machen. Das ist jetzt auch ein Witz schon wieder. Ach, das ist wieder Abdul. Ach so, okay, passt, alles gut. Wartet mal, wo spielt denn Czernik heute? Ach so, hab schon gewundert, da stimmt doch was nicht. Nein. So. Also, wirklich? Im Ernst? Da gehst du mit dem Kopf hin? Ich hätte jetzt halt Fuß für sinnvoller gehalten, ehrlich gesagt. Klasse. Komm, der kann auch hier nichts alleine machen. Hey, ihr spielt heute, ja, schon wieder schön in Fußball. So, Czernik geht. Boah, nein! Oh, was ein geiler Schuss. Der war mal mit richtig viel Liebe. Yes! Die dürfen auch nicht Tore schießen.
Also, das wäre ja unverdient. Geiles Ding. Ich hätte echt nicht gedacht. Also abgeprallt und dann einfach angenommen und wusch, Dropkick. Nice. Solche Dinger will ich sehen, Leute. Schön, Bernd, jetzt zieh an. Scheiße. Ey, was haben wir heute für ein Pech? Da, wunderschöner Pass. Czernik, Pfosten, Borchardt, angesprungen der Ball. Ah, oh, Mist. Ach. Oh. Nee, ey. So, jetzt Steiner mit der Flanke ins Nimmerland. Aber Czernik noch gut hingegangen. Freut mich. Kommt Czernik, den holst du dir. Treutwein, sorry. Was soll das? Ach Mensch. Sowas Unverdientes. Das ist Augsburg, Leute. Tacke, tacke, tacke. Echt tacke. Die kommen jetzt auch schon plötzlich wieder an jeden Ball hin. War klar, dass er den noch kriegt. Der Bengel. Hä? Willst du nicht eigentlich mal den Ball spielen, wenn ich es dir sag? Schade. Schöner Pass, Phil. Ah, andere Ecke hätte ich mich entscheiden sollen. Aber Bernd mit einer genialen Ecke hoffentlich. Und Borchardt steht sehr gut. Pfosten. Alter, was haben wir jetzt heute schon am Pfosten geschossen? Klasse. Schön mitgespielt. Den kriegt ihr nicht mehr. Borchardt mittlerweile mit 19 Ligatoren an der Spitze der Liga.
Ich würde gern noch ein Tor schießen. Ganz ehrlich gesagt. Was auch immer das jetzt gerade war. Also Borchert mit dem schönen Pass, der sollte eigentlich auf Channel kommen und den Hurricane voll daneben gezimmert. Oh, Kackendreck. Shit, ey. Gut, Joel, kann der jetzt mal zur Halbzeit pfeifen, bitte? Nicht, dass die noch auf die Idee kommen, ein Tor zu schießen. Jetzt im Ernst? Ey, sowas pfeift mir nicht ab. Warte mal, ich wollte jetzt etwas zeigen. Ne, es geht hier nicht. Das muss ich dann nach dem Spiel zeigen. Okay, wir wechseln. Daxter ist mir zu gelb gefährdet. Und dafür kommt Zunis. Fleschi kommt rein. So, und Sandro. Das sind unsere drei Wechsel. 60% Pässe. Phil, Phil, Phil. Schiri, du bist ja pfeifend, sag ich da. Jetzt trinkst du selber, ey. Oh, der war gut. Da wollt ihr mich verarschen? Weil die auch nicht zum Ball gehen, das ist ja auf der PS4 auch ganz anders. Das machen sie da nämlich komischerweise. Hä? Also wenn das nicht unfair war, dass die jetzt ein Tor schießen dürfen und wir nur im Pfosten erwischen. Aber seit hätte ich nicht gedacht. Also, dass die jetzt halt plötzlich hier ein Tor schießen, während wir es die ganze Zeit versuchen. Tja.
Oh. Ich will da jetzt durchkommen, Herrgott. Schön. Oh, nicht schön. Ab, mach gleich. Mach gleich. Ach, die wechseln, schade. Aha. Da frage ich mich schon, ob ihr noch bei Trost seid. Immerhin, Joel hält da hinten noch die Stellung. Wo war das denn? Foul? Der lässt dich fallen und das war's. Eine halbe Stunde nach dem Kontakt. So kann man natürlich den Konter auch ins Sand setzen. Oder so. 65. Minute. Was war denn jetzt schon wieder? Abseits, ja. Wie dämlich kann man sein, bei einem Abstoß im Abseits stehen? Hallo? Oh, lass doch Borchert hin. Die kommen irgendwie jetzt halt zu gut klar. Borchert, komm. Hä? Was war denn? Ach so, du hast ihn auch noch raus. Ach, scheiße. Glacé Pass. Latte! Was? Das kann doch nicht sein! Alter! Czernik, was ist denn eine Granate, der Schuss? Und dann an die Latte. Boah! Czernik, schon 7 Schüsse. Und noch keiner davon rein. Ja, schön, LPN, aber leider echt schlecht. Nein, Gschmarri. So schlecht war es ja nicht. Jetzt gibt es erstmal Geld für Zunis. Ja, schau gut, dass Dax da draußen war, weil Dax wäre jetzt an der gleichen Stelle gewesen wahrscheinlich. Müll das. Wo soll denn der hin? Du hast so einen Granatenstrich. Oh, Leute, wir sollen das Spiel noch irgendwie gewinnen. Wäre zumindest ganz cool. Ich meine,
Augsburg kämpft hier gegen Abstieg. Yes! Boah, also wenn du so frei zum Schuss kommst, dann muss der Sitzer. Aber Klassik macht. Nicht lang gezögert, gefackelt oder sonst was. Einfach gleich rechts rübergelegt. Kurz nochmal angezogen und dann perfekt rein. Manninger, null Chancen. Weiter geht's, Leute. Wir haben noch Chancen zu gewinnen. Sehr offensiv. So, jetzt dürfte er wieder angreifen. Herr Borchert, was ist. Na, mit links als Rechtsfuß ist es schwer. Dafür war der Schuss aber verhältnismäßig stark. Stark. Was waren das denn? Mein Freund, mein Junge. Ey, ihr spielt jetzt schon wieder an Humbug zusammen. Na, oh, warum schieße ich auf die kurze Ecke? Kacke. Trail, komm. Kommt rein, rein. Ach Mist. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Oh fuck, da war ja niemand. Oh, bin ich dämlich. Neunzigste. Nein! Du kannst dein Konter nicht abpfeifen, Mann. Hat 2 zu 2 gegen Augsburg. Definitiv viel zu wenig. Jetzt schauen wir mal. Schüsse aufs Tor. Borchardt 5. Czernik, nee, Borchardt 7. Czernik 7. LPN 1. Fleschi 1. Zunis 1. Sandro 1. Hurricane 2. Daxter 1. Bernd 1. Da. Schüsse 22 aufs Tor 12. Oh Gott, wir hätten es so zu 100% gewinnen müssen. Ne?
LPN und Zunis bedanken sich. Das freut mich, dass es euch hier gefällt. Spieler des Monats, Philipp Lahm. Ach genau, was ich euch noch zeigen wollte. Das geht hier nicht. Na, wisst ihr was? Dann machen wir. Ich zeig's euch jetzt halt einfach mal. Weil ich denke, es interessiert euch. Wir speichern schnell ab. Drücken jetzt einfach auf Anstoß. Und dann muss ich euch das zeigen. Ja, laden noch 5 Stunden lang runter. Hallo, wie geht es dir? Ja, von mir aus. Heim. Dortmund gegen Schalke. Bla bla. Spieleinstellungen. Schiedsrichter. Und jetzt schaut mal, da steht jetzt halt unten. Roberto sind Kartenstrenge Durchschnitt, Faulstrenge Durchschnitt. Jetzt schaut mal. Wartet. Alrischedi. Hier. Abdulhamid Alrischedi. Kartenstrenge milde, Faulstrenge streng. Kein Wunder, dass der jeden Scheiß pfeift. Mild, mild, Durchschnitt, Durchschnitt. Also schon, wir haben schon eigentlich echt Glück, dass wir immer nur den Penner erwischen. Da, den wäre halt noch übel der Park. Also der ist streng, streng. Aber ansonsten haben wir da eigentlich, ups, nein, echt schon wirklich die Arschkarte erwischt mit dem. Also, ja, auf jeden Fall wollte ich euch das nur zeigen, ich finde es einfach zu typisch für uns. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Tag, wir sind wieder mal den Platz abgefallen, na, klasse. Shit, naja, wir sind Förder. Egal, muss ich sagen, echt egal. Wir sind gut, und das ist die Hauptsache. Wie gesagt, schönen Tag euch, macht's gut, ciao.